Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal bzw. dieser Playlist, wo es rund um die Themen Herrendüfte gehen soll. Und ja, heute habe ich einen Duft für euch von einer ganzen Duftkollektion. Und zwar ist die Rede von Jean-Paul Gaultier. Ich habe euch ja schon vor einiger Zeit ein Video gezeigt, wo ich euch das Original Le Male vorgestellt habe, und ich muss sagen, dadurch, dass die Formulierung etwas verändert wurde, hat es nicht mehr den Charakteristik wie das Original, was ich vor 15 Jahren getragen habe. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich zumindest irgendwo auch nach Jahren des Nichtriechens dieses Le Males diesen Duft irgendwo aufschnappe, kommt es in die Nase und verbindet natürlich Erinnerungen und steigt es mir gleich wieder ins Gehirn. Das kann oder ist nur Jean-Paul Gaultier Le Male. Aber heute möchte ich euch das Jean-Paul Gaultier Ultramehl vorstellen, was ich jetzt bekommen habe als eine kleine Duftprobe. Und ich muss sagen, es ähnelt dem Le Male, aber es ist doch sehr, sehr eigenständig und auch kaum vergleichbar. Es performt wirklich sehr, sehr gut, hat allerdings, es ist vielleicht nichts für jedermann, eine richtige, ordentliche Süße. Darum muss man auch sagen, es ist vielleicht nicht für jedermann, der nicht so auf süße Düfte steht. Aber aus meiner Warte raus kann ich sagen, ein wunderbares Frühlings-, aber auch, auch Sommerparfüm, was man schön in einem T-Shirt, zu einer Jeans irgendwie zum Spaziergang tragen kann, aber auch zu einem Stadtbummel. Es ist jetzt nichts für kalte oder zu extrem warme Abende oder Tage, aber auch vielleicht nichts unbedingt für eine für einen Anzugsparty oder einen klassischen Büroduft. Es ist wirklich sehr süß und dadurch vielleicht für den einen oder anderen nicht maskulin genug, aber das ist ja auch teilweise die Charakteristik von Jean-Paul Gaultiers Kollektion, dass es halt nicht auf eine Person speziell zuordnenbar ist, sondern als Allrounder funktioniert. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Jean-Paul Gaultier mit Ultramehl auszutesten, es gibt ihn ja in verschiedenen Drogerien, aber auch Parfümerien, gönnt euch diesen Duft mal, probiert ihn, tragt ihn aus und sagt mir in den Kommentaren, wie er auf eurer Haut, auf eurer Kleidung performt. Ich für meinen Teil trage dieses Sample hier ganz gerne ab und zu mal, natürlich nicht jeden Tag, weil ich gerne mal rotiere mit meinen Düften, aber auch ein- bis zweimal in der Woche findet dieses Sample bei mir Anklang, weil ich halt ein Fan von süßlicheren Düften bin. Kleiner Tipp, tragt nicht zu viel auf. Wie gesagt, er performt recht stark und ihr werdet sicherlich auch damit wahrgenommen. Ja, kurzes Video, kleine Präsentation von Jean-Paul Gaultier Ultramehl. Ich bedanke mich bei euch auch heute wieder fürs Einschalten und freue mich, euch das nächste Mal hier auf meiner Playlist beziehungsweise meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Bis dahin, beste Grüße, euer TK.